Ja, wir sind hier auf dem Weg zu unserer Challenge, ja. Christian, ich danke dir schon mal für die Nominierung und lasst euch mal überraschen, wir haben uns ein klein bisschen was ausgedacht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja? Na dann mal, bis später. Werf nicht direkt. Lass mich jetzt in Position gehen. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen am Jahrmarkt der Sensationen. Die Dame mit Bart, der Mann ohne Unterleib. Christian, ich bin auf dem Weg. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir Gedanken darüber gemacht. Ne? Ihr wisst ja alle, ich bin katholisch. Ein richtiger erzkonservativer Katholik, auch wenn das manche ja nicht glauben. Also habe ich mich natürlich gefragt, ist das überhaupt moralisch angebracht? Klar, weil man macht etwas Gutes, ja. Ist ja egal, wieso, weshalb und warum. An das deutsche Bildungsbürgertum, was hier irgendwas erzählt wegen Wasserverschwendung. Der Rhein hat Hochwasser. Wir in Deutschland haben keine Trinkwasserknappheit. Es spielt hier überhaupt keine Rolle, ob ich Wasser verschwende in Deutschland. Dadurch wird keiner in Afrika mehr Wasser haben. Das ist ja genauso wie, du hast deinen Teller nicht aufgegessen, in Afrika hungern Kinder. Bisschen lächerlich. Ich nehme die Herausforderung natürlich selbstverständlich an. Wir sind voll dabei. Lasst euch mal überraschen. So, da sind wir angekommen. Jetzt machen wir es auf meine Art. Das Ganze ist mir mit dem Eiskühlfang ein bisschen langweilig. Aber gesagt, machen wir ein bisschen was anderes. Dafür entkaltet sich der Michael hier. Zum Teil. Ja, ich will ja nicht alles nach aus dem See rausfischen wieder. So, mein Handy. So, für euch, für alle anderen. Ich nominiere ja keinen. Das ist nur für mich. Ciao! Verarscht! So, und jetzt Schnitt. Ja, da freuen sich die Leute hier. Und ne? Christian, guck genau hin. Ja, genau. Statt ASL, was du sammeln willst mit deiner Dose. Wir machen was hier vor Ort in Mülheim. Ja. Wir bringen die Lebensmittel zur Mütze. Genau, ja? Weil wir immer jedes Mal, wir haben ja sowieso jetzt obdachlosen Frühstück, ja. Beziehungsweise ja auch die Lebensmittelausgabe. Ja. Und dann ist das genau richtig. Ja, geht da alles. Ja. Okay, super. Ja? Ganz, ganz herzlichen Dank. Im Namen des Sozialbereichs, das hier, der Mütze, ganz herzlichen Dank. Wir haben es. Das ist ein Schick, das ist wichtig. Ich mache noch ein Jahr lang bei der Caritas Mülheim 5 Stunden die Woche Hospizdienst. So, und ich finde, das ist noch wichtiger, dass Menschen, die alleingelassen sind in unserer Gesellschaft, das Unterstützung bekommen. Das ist mein Beitrag zusätzlich dazu. Danke. Ja, prima. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, wie gesagt. Ne? Freuen sich die Lübsche. Guten Abend und ab. Ja, das ist ja... Ein Schluss. Scheiße. So, das Schlimme ist allerdings, der Mike filmt das nur, weil er unbedingt sehen wollte, wie ich mich das mache. Deswegen mache ich es trotzdem, weil ich will es ja selber! Action! Dankeschön, Christian.